Prater 116, so ist die offizielle Adresse. Aber jeder in Wien kennt das Schweizerhaus und die Familie Kollarik. Der Journalist Herbert Lackner schreibt: Franz Grillparzer und Anton Bruckner speisten hier. Ludwig van Beethoven spielte jeden Sonntag nebenan. Hugo von Hoffmannsthal kam mit seinen Freunden und Arthur Schnitzler war praktisch Stammgast. Das Schweizerhaus im Wiener Prater ist die wahrscheinlich traditionsreichste Gaststätte des Landes und eine der ältesten. Heute feiert das Schweizerhaus sein 100-jähriges Bestehen. Eigentlich sollten 1800 Gäste Platz finden und 80 Kellner Bier, Stelzen, Backhändl und Schnitzel servieren. Aber wegen dieser Virusgeschichte musste alles auf den 15. Mai verschoben werden. Und just heute regnet es auch noch. Aber die Wiener lassen sich nicht unterkriegen und kommen in die Leopoldstadt. Auch ein paar prominente Politiker sind mir über den Weg gelaufen. Und die Saison geht auch heuer wieder bis zum 31. Oktober. Na dann, Prost!